In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus ihrem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sagte ich zu ihm, mein Herr, wenn Sie mal wieder wollen, aber bitte sehr, so hielten wir's ein gutes halbes Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt Zeit, die nun vergangen ist, hat er mich manches liebe Mal gesteckt. Und wenn kein Zaster war, hat er mich angehauen. Da hieß es gleich, du, ich versetz dein Hemd. Ein Hemd ganz gut, aber ohne geht's auch. Da wurde ich aber tückisch, naja, weißt du, da fragte ich ihn manchmal wirklich, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt, da will ich manchmal direkt drauf erkranken. Das war so schön in diesem Zeit, die nun vergangen ist, die aber doch nicht ganz so trüb wie jetzt war. Wenn man doch nur bei Tag zusammen lag, da sie ja wie gesagt meist nachts besetzt war. Nachts ist es üblich, doch geht's auch bei Tag. Und war ich dann einmal hops von dir, ja, machten wir's dann so, ich lag dann unter ihr. Weil er das Kind nicht schon im Leib erdrücken wollte, das aber trotzdem in die Binsen gehen sollte. Und dann war